ja, reden wir erstmal mit der guten Ini Mini über die heilige Urne. Gibt es zu dieser Urne etwa so etwas wie eine Legende? Ja. Sie ist so etwas wie der Schatz des Dorfes. Hä? Das wusste ich nicht. Und er ist in dieser Urne eingeschlossen. Er ist? Was reden Sie denn da? Sie wissen schon. Amifeys Geist. Amifey? Wer ist das? Mann, Herr Smith, kommen Sie mal in den Schwung. Jeder weiß, die mystische Army begründete die Kuriner Beschwörungstechnik. Sie müssen nicht gleich sauer auf mich sein. So lange Ihr Geist in dieser Urne lebt, bleibt die spirituelle Kraft der Familie Fey erhalten. Ist das nicht total romantisch? Romantisch, ja? Wenn diese Urne wirklich so wichtig ist, könnte sie ein wichtiger Hinweis sein. Die gucken wir uns gleich auch mal an. Nochmal genauer, weil wir uns die vorher ja nicht angucken durften. Verstehst du? Jetzt erzähl mal eigentlich, was überhaupt passiert ist. Ini, ich möchte Sie zu dem Mord befragen. Mord? An Dr. Gray. Erinnern Sie sich? Als ob es einen anderen gäbe. Ach, der. Das hätten Sie gleich sagen sollen. Ich weiß absolut nichts, weil ich im Nebenzimmer geschlafen habe. Nun, Sie sind keine große Hilfe. Haben Sie überhaupt etwas bemerkt? Was soll das, Mann? Ist das langweilig? Ich habe so gar nichts damit zu tun, mit dieser Mordsache. Ach ja, Sie haben nur Dr. Gray nach Kurain gebracht. Keinerlei Zusammenhang, klar. Selbst wenn Sie nur seine Bekanntschaft waren, haben Sie ihn dennoch gekannt. Da fliegt gerade mir eine Mücke ins Gesicht. Unhöflich, ich nehme gerade auf. Außerdem war ihre Schwester, die bei dem Unfall starb, eine Schwester in seiner Klinik. Dazu will sie aber anscheinend nicht so viel sagen. Bohren wir mal nach zum Verkehrsunfall. Nun gut, warum erzählen Sie mir nicht vom tödlichen Unfall Ihrer Schwester? Wenn einfach mal casual so bei Tee und Keksen, wie ist eigentlich Ihre Schwester damals gestorben? Warum? Sie glauben, dass es etwas mit dem Mord zu tun hat? Das weiß ich noch nicht, aber ich gehe einfach jedem Hinweis nach, den ich habe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Zwei psychische Blockaden. Eine psychische Blockade. Was ist denn? Sieht so aus, als bräuchte ich etwas, um sie zum Sprechen zu bewegen. Aber bevor wir das tun, gehen wir nirgends hin. Wir untersuchen. Und zwar einmal den Verbrennungsofen, da scheint ein Fetzen rauszuhängen. Das stimmt. Pearls hat gesagt, dass sie den Schlüssel in den Verbrennungsofen fand. Ich sollte wohl selbst mal einen Blick hineinwerfen. Das ist von Mayas Kostüm. Da ist ja Blut drauf. Ganz wenig, aber dennoch. Kleiderfetzen zur Gerichtsakte hinzugefügt. War's das? Mehr gibt's da drin nicht? Dieser Kleiderfetzen befand sich also in diesem Verbrennungsofen. Und dieser Schlüssel wurde auch darin gefunden. Ich habe das Gefühl, dass der Verbrennungsofen bei dem Mord eine Rolle spielt. Und jetzt gucken wir uns mal diese Urne an. In dieser Urne befindet sich also ein Geist, hä? Ich sehe nichts als Sprünge. Aber ich nehme an, der Geist kann in dem Raum zwischen den Sprüngen wohnen. Sieht so aus, als wäre etwas draufgeschrieben. I am? Hä? Seltsam. Heilige Urne zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eine Urne mit Sprüngen in der Keramik. Und ein kleines Mädchen, das sich offenbar nach dem Mord zumindest an diesem Holzsteg befand, etwas im Verbrennungsofen gefunden hat. Kurios, kurios. Vielleicht kommen wir da gleich weiter. Kann ich ihr irgendetwas präsentieren? Irgendwas noch zur heiligen Urne? Tut mir wirklich leid, aber... Und ich weiß, Sie wollten das total von ganzem Herzen, aber ich kann es nicht nehmen. Wann war jemals die Rede davon, dass Sie es bekommen? Nie. Nie, sage ich. Ach, dazu sagt sie anscheinend auch nichts. Sie will nicht über den Verkehrsunfall sprechen. Hat sich jetzt eigentlich was im Nebenzimmer verändert? Nö. Trist und öde, wie mein Leben.
Aber eventuell können wir jetzt bei Pearl ein bisschen punkten. Wir können sie mal zumindest fragen. Hi, Pearls. Ich bin mir sicher, dass es ihnen irgendwie vielleicht weiterhilft. Aber ich befinde mich noch in der Ausbildung, also weiß ich noch nichts darüber. Es tut mir schrecklich leid. Nein, nein, das ist okay. Ich hätte dir nichts derart Triviales zeigen dürfen. Es tut mir sehr leid. Das ist so komisch, mit einem Kind so zu reden. Vielleicht kann ich auch erstmal mit Morgan darüber reden. Morgan scheint sich ja ziemlich gut auszukennen. Mit allem eigentlich. Außer Dingen, über die sie nicht sprechen möchte. Was halten sie davon? Okay, zur Urne will sie also nichts sagen. Zum Kleiderfetzen auch nicht. Okay. Es ist ein bisschen riskant, aber wir versuchen einfach mal so weit zu kommen wie möglich. Kann ich mir die Urne nochmal angucken? Armyface Seele befindet sich darin. Sie ist angeschlagen und hat überall Risse. Aha. Unverbrannte Reste aus dem Verbrennungsofen im Garten mit Blutresten drauf. Versuchen wir es mal. Pearls Alibi. Pearls, du musst mir sagen, was du getan hast, als der Mord verübt wurde, okay? Aber was ist, wenn ich Ihnen einfach nicht sagen kann, was passiert ist? Dann werde ich raten, was passiert ist. Wie klingt das? Hä? Sie können sowas? Du sagst mir, wenn ich etwas richtig geraten habe, okay? Ja. Nun, als der Mord geschah, warst du hier, richtig? Sie muss am Holzsteg gewesen sein. Weil sie war in der Nähe des Verbrennungsofens, kurz nachdem der Mord passiert ist und, ja. Du warst hier, Pearls, nicht wahr? Auf dem Holzsteg? Wow, sie haben es geraten. Nun, glaubst du, du kannst es mir jetzt sagen? Tut mir leid, noch nicht. Mann, oh Mann. Okay, was nun? Okay, ich glaube, ich weiß, was du dort gemacht hast. Wissen Sie echt so viel? Nun, ich bin Anwalt, verstehst du? Nun, was hat Pearls auf dem Holzsteg gemacht? Ich will nochmal was überprüfen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo irgendwas übersehen. Das ist einfach nur mit dem Garten. Okay, bla bla. I am ist draufgeschrieben. Mit ihr habe ich auch nur eine psychische Blockade. Vielleicht ist Maya ja inzwischen verfügbar, sage ich mal so. Ich will einfach nicht so viel falsch machen, weil ich will meine ganze Energie nicht verlieren. Habe ich mich eigentlich hier draußen mal umgesehen? Nee, aber scheint sich nichts verändert zu haben. Gehen wir in die Strafanstalt mal gucken. 21. Juni, Strafanstalt, Besucherraum. Hallo, Nick. Ich habe schon gewartet. Sie sieht so hilflos aus. Nun, sag schon, wie war's? Was hast du herausgefunden? Nun, ich habe etwas herausgefunden. Mir kommen die Tränen, Nick. Lass mich nicht weinen.
Ich brauche etwas mehr Zeit. Bis morgen habe ich alles beisammen, versprochen. Tut mir leid, Nick. Jedes Mal, wenn ich dich treffe, bereite ich dir noch Schwierigkeiten. Ach, Maya. Wie geht's dir denn? Nun, wie war's? Die Verhandlung heute, meine ich. Du warst fantastisch, Nick. Nein, war ich nicht. Immer wenn ich dachte, wir könnten einpacken, hast du für eine Wendung gesorgt. Ich wette, das wäre Stoff für einen tollen Hollywood-Film. Sei nicht albern. Es ist nur Stoff für ein gutes Let's Play. Hi. Wir müssen uns auf den Prozess konzentrieren. Wir werden ihn gewinnen, Maya. Vielen Dank. Wirklich. Hey, Nick. Die Person, die Dr. Gray erschossen hat, war doch nicht ich, oder? Natürlich nicht. Du bist völlig unschuldig. Wenn das stimmen würde, wäre ich richtig froh, aber... Es war doch niemand anderes bei uns beiden im Zimmer, richtig? Nun, hast du hinter dem Wandschirm nachgesehen? Ich habe kurz geschaut, aber da war niemand. Genau das hat auch Lotta gesagt. Nicht schuldig. Nick? Ja? Warum glaubst du an mich? Warum denkst du, ich hätte Dr. Gray nicht getötet? Mia hat mir etwas gesagt. Meine Schwester? Was hat sie dir gesagt? Sie hat mir gesagt, dass ein Medium keine Träume haben kann. Bei einer Beschwörung ist es unmöglich zu träumen, weil dich deine Seele verlässt. Jetzt, wo du das erwähnst. Moment mal, dann bin ich wirklich... Du bist nicht die wahre Mörderin. Ich denke, dass du vielleicht sogar vor der Beschwörung betäubt worden bist. Betäubt? Ich glaube, das war von Anfang an so geplant. Und dir wurde die Schuld für den Mord an Dr. Gray in die Schuhe geschoben. Das ist furchtbar. Und vor allen Dingen, wenn das stimmt, stecken da sehr viel mehr und ganz andere Leute dahinter, als wir gedacht und vor allen Dingen auch gehofft hatten. Reden wir mal über was Schönes. Reden wir mal über Pearl. Ich möchte dich etwas über Pearls fragen. Pearlie? Was ist mit ihr? Egal, was ich auch versuche, sie antwortet mir einfach nicht. Ich möchte wissen, was sie zum Zeitpunkt des Mordes getan hat. Moment mal, Nick. Du glaubst doch nicht etwa, dass sie es getan hat. Nein, nein, nichts dergleichen. Sie würde so etwas niemals tun, hörst du? Niemals. Sie ist ein tolles Kind und richtig süß. Und echt toll. Und süß. Ich halte sie wirklich nicht für die Mörderin. Aber sie verheimlicht ganz gewiss etwas. Du warst an jenem Tag mit ihr zusammen, nicht wahr? Ja, wir beide. Wir haben mit ihrem Ball gespielt. Ein Ball, hä? Klingt nach einer Sackgasse. Ball. When ball is life. When you're 12 and ball is life. Nun zu diesem Ball. Der ist nichts Besonderes. Nur ein simpler alter Ball. Ich glaube, sie hat noch mit ihm gespielt, als ich mit der Beschwörung begann. Pearlie spielt wirklich sehr gern mit diesem Ball. Sie spielt wirklich gern mit diesem Ball, hä? Huh? Wenn sie ihn haben will, klettert sie einfach in die Truhe hinein. Die Truhe? Ja. Pearlie versteckt sich immer da drin. Kennst du das Nebenzimmer? Darin steht eine Truhe. Sie ist so groß, dass du sofort weißt, wovon ich rede, wenn du sie siehst. Die Truhe befindet sich also im Nebenzimmer, hä? Huh? Ja, die haben wir gesehen. Kann ich dich was zu der Urne fragen? Das ist Kurains heilige Urne. Die Seele der mystischen Armee ist darin eingeschlossen. Ja, ich weiß alles darüber. Darüber, dass sie die Kurainer Technik begründete. Oh, seht euch den Schlaumeier an. Er glaubt alles zu wissen. Was für ein Okkultismus-Fan. Glaub mir, das werde ich nicht so schnell in meinem Lebenslauf erwähnen. Ich habe mir die lange nicht mehr angesehen. Ich frage mich, von wann die Risse sind. Das frage ich mich auch. Was ist das? Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich habe ihn aus der Verbrennungsanlage. Hä? Ist denn schon Müllverbrennungstag? Davon weiß ich nun wirklich nichts. Ich denke, sie hat den Blutfleck nicht bemerkt. Wahrscheinlich ist es besser so. Ist das dein Kostüm? Das ist meins, nicht wahr? Mist, ich habe sie schon wieder aus der Fassung gebracht. Ich war es also wirklich, stimmt's? Stimmt's, Nick? Nein, warst du nicht. Du warst es nicht. Ich weiß es. Denn ich war's. Nein, ich war's nicht. War ich's? War's Pearl? Oha, 21. Juni, Kurain. Ah!
Hey, warten Sie bitte, Lotta. Sie ist in das Anwesen gerannt. Was ist denn in Lotta gefahren? Ist hier eine Tarantel in den Afro gekrochen? 21. Juni, Fey-Anwesen, Meditationsraum. Lotta. Ack! Hey, hey! Ich sag dir, hör bloß auf damit. Bloß auf, in den nachzugehen, verstanden? Ich bin ein Wertlos, ich will abfallen. Wenn du mich siehst, werden deine Augen zu Staub. Oh, hier scheint es nicht zu sein. Na, vielleicht ein Nebenzimmer. Na, sowas. 21. Juni, Fey-Anwesen, Nebenzimmer. Ich bin mir fast sicher, dass ich gesehen habe, wie Lotta in diese Richtung rannte. Aber es sieht nicht so aus, als wäre sie hier. Ganz sicher? When you're 12 and ball is life. Das ist Pearls Ball. Maya sagte, dass er immer in der Truhe aufbewahrt wird. Was macht er also hier auf dem Fußboden? Pearls Ball erhalten. Yay. Was macht er auf dem Fußboden? Lotta? In der Truhe wird für gewöhnlich Pearls Ball aufbewahrt. Ich frage mich, was da drin ist. Ah! Was machen Sie denn da drin? Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein Stück Menschenmüll. Ich musste mich verkriechen. Sie haben sich also in die Truhe verkrochen, weil kein Loch in der Nähe war? Oh Mann. Hä? In dieser Truhe ist ein kleines Loch. Und es befindet sich ungefähr 20 cm über dem Boden. Das ist dieselbe Höhe wie bei dem Loch im Wandschirm. Könnte das also... Truhe zur Gerichtsakte hinzugefügt. Wusste ich doch, dass die wichtig ist. So. Wir gucken uns erst einmal den Ball an. Pearls Lieblingsspielzeug. Sie spielte zum Zeitpunkt des Mordes anscheinend damit. Da ist ungefähr 20 cm über dem Boden ein Loch, das wie ein Einschussloch aussieht. Wo ist jetzt eigentlich Lotta? Ich möchte mit Lotta sprechen. Lotta, komm raus. 21. Juni, Fey-Anwesen, Meditationsraum. Ach, Nick, diese Person ist gerade eben hier vorbeigerannt. Welche Person? Wissen Sie, die Person mit dem bausigen Zuckerwatterhaar. Ach, sie meint Lotta. Sie sagte, schau mich nicht in diesen Augen an, aber ich bin doch gar nicht so furchterregend, oder? Ich glaube nicht, dass sie das so gemeint hat. Oh, das stimmt. Sie wollte auch, dass ich Ihnen sage, ich bin auf einem Selbstfindungstrip, also suchen Sie nicht nach mir. Oh, oh. Nun ja, danke. Gern geschehen. Sie ist also auf einem Selbstfindungstrip? Okay. Dann kümmern wir uns später um Lotta und kümmern uns erstmal um die kleine Pearl. Erstmal frage ich dich mal dazu, zu dieser Sache hier. Sie kann sich irgendwas an meine Mutter hilft. Über die Truhe vielleicht? Okay. Los geht's. Ich habe ein ziemlich genaues Bild davon, was passiert ist. Pearls Alibi. Pearls. Du musst mir sagen, was du getan hast, als der Mord verübt wurde, okay? Was ist, wenn ich Ihnen einfach nicht sagen kann, was passiert ist? Dann werde ich raten, was passiert ist. Wie klingt das? Hä? Sie können da was? Du sagst mir, wenn ich etwas richtig geraten habe, okay? Ja. Als der Mord geschah, warst du hier, richtig? Das hatten wir schon richtig geraten. Das war der Holzsteg. Du warst hier, Pearls, nicht wahr? Auf dem Holzsteg? Wow! Sie haben es erraten! Nun, glaubst du, du kannst es mir jetzt sagen? Tut mir leid, auch nicht. Mann, oh Mann. Okay, was nun? Okay, ich glaube, ich weiß, was du dort gemacht hast. Wissen Sie echt so viel? Nun, ich bin Anwalt, verstehst du? Nun, was hat Pearls auf dem Holzsteg gemacht? Sie hat natürlich mit ihrem Lieblingsball gespielt. Du hast mit diesem Ball gespielt, richtig? Ach, das stimmt. Woher haben Sie das gewusst? Oha, wir kommen der Sache näher. Maya hat mir erzählt, dass du gern mit deinem Ball spielst. Ja, ich habe mit meinem Ball gespielt. Aha, und dann? Dann ist etwas passiert, hä? Etwas richtig Schlimmes? Was meinen Sie mit etwas?
Nichts ist passiert. Das ist es. Als du mit deinem Ball gespielt hast, ist das passiert. Diese Urne. Das ist ein Schatz des Dorfes, richtig? Und der Geist der Begründerin der Kuriner Technik ist daran eingeschlossen, nicht wahr? Ja. Was ist denn das? Die hat ja überall Sprünge. Das sind sogar vereinzelte Löcher. Bitte ziehen Sie mich nicht auf. Pearls, du hast die eilige Urne kaputt gemacht, stimmt doch. Der Ball ist dagegen geknallt und hat sie umgestoßen, oder? Und wenn morgen das herausbekäme, würde sie mächtig sauer werden, hä? Sie streitet es gar nicht ab. Treffer, versenkt. Aber es ist seltsam, dass sich die Blockade noch nicht gelöst hat. Es ist eine richtig alte Urne, nicht wahr? He? Sie ist so alt, deswegen ist es gar nicht so seltsam, dass sie Sprünge hat. Ihre Stimme bebt ja. Woher wissen Sie, dass die Urne kaputt gegangen ist? Ja, woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Das ist schwierig zu sagen. Oha. Wir haben einen gruseligen Geist bei uns in den Profilen. Es ist Ami Fay, Begründerin der Kuriner Beschwörungstechnik. Die Seele ist in der heiligen Urne. Folgendes. Ich mache ein kleines Safe State. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig ist, denn wir haben ja diese Urne. Da steht I am drauf. Wir haben aber eigentlich Ami Fay, die Begründerin der Kuriner Technik. Also warum sollte da nicht Ami Fay draufstehen auf der Urne, sondern I am? Wer hat die Kuriner Beschwörungstechnik begründet? Hä? Das war die Mystische Ami. Stimmt. Wie wird ihr Name buchstabiert? Weißt du das? Wie ihr Name buchstabiert wird? Weiß ich nicht. Er wird A-M-I geschrieben. Ich dachte, es wäre etwas seltsam, dass auf der Urne I-M steht. Und daher wusste ich, dass jemand die Urne kaputt gemacht haben muss. Und beim Zusammensetzen einen Fehler beim Buchstabieren gemacht hat. Blockade gelöst. Oh, wir haben wieder ein bisschen Energie dazu bekommen. Also, Pearl, erzähl uns doch mal, was passiert ist, Mäuschen. Ungefähr zu der Zeit, als die Wüste Maya an jenem Tag mit der Beschwörung begann, spielte ich mit meinem Ball auf dem Holzsteg. Und dabei ist dir dann die Urne zersprungen? Ja, ich habe sie kaputt gemacht. Ich habe den Geist der Mystischen Army aus Versehen wegfliegen lassen. Mach dir keine Sorgen. Morgen wird das nie erfahren, okay? Ich bin ein böses Kind. Den Schatz deines Dorfes zu zerstören ist unverzeihlich. Ich dachte, dass sie mich vielleicht des Dorfes verweisen würden. Aber die Serben waren ziemlich groß, also... Du hast gedacht, du könntest sie wieder zusammensetzen und niemand würde es bemerken? Ja. Och, Mäuschen. Reden wir mal über die heilige Urne. Ich habe Kleber gefunden und mit in den Korridor genommen und die Urne dort repariert. Den Korridor? Du meinst den Holzsteg? Ja. Oh, sie weint. Die Beschwörung hatte bereits begonnen, deswegen dachte ich, dass niemand vorbeikommt. Verstehe. Wie lange hast du dafür denn gebraucht? Muss eine ziemlich üble Reparatur gewesen sein. Ja, ich bin ja vielleicht gut bei spirituellen Dingen, aber wenn es um Kunst und Handwerk geht, bin ich nicht wirklich begabt. Als ich mit der Reparatur der Urne fertig war und hoch sah, betraten sie das Anwesen. Das war wohl, als Lotta und ich vom Anruf bei der Polizei zurückkamen. Als ich das sah, packte ich schon jetzt alles zusammen. Herr Nick? Was ist denn, Pearls? Ich werde wohl rausgeworfen werden, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich meine...
Ich wette, die mystische Armee ist froh, aus der engen Urne raus zu sein. Ja, das will ich hoffen. Kein Schaden verursacht und eine glückliche Lösung gefunden. Uff. Heilige Urne in der Gerichtsakte aktualisiert. Ja, sowas. Gucken wir uns die doch mal an. Von Pearl direkt vor dem Mord zerbrochen, wurde im Gang repariert, bis Polizei kam. Das könnte von Bedeutung sein. Kann ich sie noch was zu dieser Urne fragen? Nee, offenbar nicht. Ich schau mal in den... Hey, Morgan! Ja, was ist denn? Und müssen sie so laut sein? Hier gibt es eine Regel. Auf den Gang wird nicht gerannt. Nun stellen Sie Ihre Frage auf ruhige Weise. Okay, wie auch immer. Haben Sie gesehen, ob Lotta hier vorbeigekommen ist? Ach, dieses Mädchen aus dem Herzland. Tut mir leid, aber die ist hier überhaupt nicht vorbeigekommen. Ach, Lotta, du weißt, wie man die Zeit eines Mannes vergeudet. Kann ich hier die Urne präsentieren? Na, offenbar nicht. Kann ich vielleicht nochmal hinter dem Wandschirm gucken? Offenbar auch nicht. Ich glaube, es ist an der Zeit, Lotta zu suchen. 21. Juni, Kurain. Puh, ich glaube, ich habe alles gefunden, was ich finden konnte. Ich verstehe nicht, dass alles zusammenpasst. Hm.